Und das sehen wir auch hier bei der Grafik. Also die weißen Kreise sind die Placebo-Patienten, also Depression geht runter. Die schwarzen sind die Omega-Patienten. Und wir sehen, das geht viel schneller. Und nach 8 Wochen, da war die Placebo-Gruppe erst dort, wo die Omega-3-Gruppe schon nach 4 Wochen war. Herzlich Also, willkommen wir sehen zum jetzt schon. Gesund und Glücklich Kongress. Mein Name ist Susanne Wildhüfte und ich begrüße heute ganz herzlich Dr. Volker Schmiedel, ehemals Schulmediziner aus Deutschland, jetzt ganz der Naturheilkunde verschrieben, lebt in der Schweiz, das ist korrekt? Ja, grüße miteinander. Ich lebe in der schönen Zentralschweiz. Ich bin gerade ein bisschen gestolpert. Ich bin ehemals Schulmediziner. Also wer einmal an der Uni das Studium gemacht hat, der ist eigentlich immer Schulmediziner. Also von der Herkunft ist man Schulmediziner. Das kann man auch nicht verleugnen. Und ich habe dann eben die Naturkunde noch mit dazu gebaut. Also ich fühle mich in beiden Welten zu Hause. Natürlich jetzt vorrangig in der Naturkunde, aber das, was ich in der Schulmedizin gelernt habe, möchte ich auch nicht ablegen, dieses Wissen. Sehr schön, ja, da haben wir schon mal ganz, ganz viel Klarheit. Denn wir sind ja in transformierenden Zeiten und es geht ja auch in diesem Kongress ganz viel um das Thema Gesundheit, aber auch Glück. Das sind ja, sage ich mal, Verbindungen, die ja sind schon sehr ungewöhnlich, wenn man in der Medizin, sage ich mal, im Alltag dabei ist. Aber ich möchte gerne gar nicht so gerne in dieses Thema hineingehen, denn ich würde eigentlich mal gerne ganz kurz, bevor wir so ein bisschen in das Schwerpunktthema glücklich sein durch Naturheilverfahren und natürlich gesund, ein bisschen, wie kam dieser Drehpunkt, das noch mit aufzunehmen. Es ist ja nicht ganz so häufig, Naturheilverfahren mit aufzunehmen. Wie lange machen Sie das? Ich glaube, seit 35 Jahren sind Sie ja aktiv. Ja, also eigentlich schon sehr schnell nach dem Studium. Und es gibt auch mehrere tausend Ärzte in Deutschland, wenn nicht sogar zigtausend Ärzte mit der Zusatzbezeichnung Naturheilverfahren. Und auch viele, die nicht die Zusatzbezeichnung haben, arbeiten trotzdem mit Phytotherapie oder Orthomolekular oder so. Also das ist jetzt gar nicht so, so selten. Ich selber bin über Eigenerfahrung dazu gekommen, weil ich sehr infektanfällig gewesen bin und dann mit bestimmten pflanzlichen Heilmitteln und orthomolekularen Substanzen dann doch auch sehr gute Besserung damit erzielt habe. Und dann hat mich das immer mehr interessiert. Und ich war schon immer ein bisschen kritisch denkender Mensch, der auch mal gerne über den Tellerrand hinausgeschaut hat und habe dann gesehen, die sogenannte Schulmedizin ist natürlich fantastisch in Akutsituationen und in Notfällen. Also ich möchte wirklich den akuten Herzinfarkt nicht mit Vitamin D und den Beinbruch nicht mit Globuli behandelt wissen wollen, ja. Aber bei den chronischen komplexen Erkrankungen und Gemütszuständen und so weiter, da ist die Schulmedizin ein bisschen schwach auf der Brust und gerade Antidepressiva und viele andere Medikamente richten da manchmal mehr Schaden als Nutzen an. Also da wäre ich dann sehr, sehr kritisch. Da sollten wir doch eher an die Ursachen herangehen und können da viel nebenwirkungsärmer viel, viel mehr erreichen. Da sind wir ja schon genau im Thema. Orthomolekulare Substituierung, das heißt also Hinzufügen von den Inhaltsstoffen, die der Körper braucht, eigentlich ja in vielfacher Sicht auch selber entwickeln kann. Aber in diesen Zeiten, in denen wir ja mit vielen verschiedenen Dingen, also ich sag mal wie Stress, Umwelteinflüssen, der schon auch herausfordernd gegenüberstehen, braucht es ja Dinge, dass wir dem Körper helfen. Und das ist ja Ihr Schwerpunkt. Das ist ja das, worum es heute gehen soll. Nämlich, Sie haben ein Spezialthema. Heute hören wir, glaube ich, ganz viel über Omega-3. Und Genau. da würde ich sagen, bevor wir unsere Zuschauer langweilen, gehen wir doch mal genau ins Thema. Was sind denn eigentlich Omega-3-Fettsäuren? Gute Frage, da habe ich mal was vorbereitet. So, da ist hier die Startfolie, da sehen wir links oben schon Omega-3-Lebensmittel, rechts oben sehen wir da die klassischen Omega-3-Kapseln. Und ja, wir gehen mal in die Definition. Was sind denn eigentlich die Omega-3-Fettsäuren? Das ist ganz einfach. Omega-3-Fettsäuren sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren mit der ersten Doppelbindung in der dritten Stelle vom Omega-Ende auf. So, jetzt wissen wir, glaube ich, alle Bescheid, ne? Nein, Genau. ich hab da meine Grafik auch mitgebracht. Also hier oben haben wir die Alpha-Linolensäure, das ist die Fettsäure, die wir in Hanföl oder Leinöl finden. Und wir sehen, hier ist das Methyl- oder Omega-Ende. Jeder Strich ist eine Bindung. Wir sehen hier 1, 2, 3,
Die dritte Bindung ist eine Doppelbindung, also nennen wir das Omega-3. Hier haben wir die EPA aus dem Fischöl und hier haben wir die DHA aus dem Algenöl und alle weisen die erste Doppelbindung in der dritten Stelle aus, daher Omega-3. Und ein Beispiel, wäre das hier die EPA, hätte die jetzt hier nur eine Einfachbindung und die erste Bindung wäre hier an der sechsten Stelle, dann hätten wir die Omega-6-Fettsäure Arachidonsäure aus allen tierischen Produkten. Also die ist nahezu identisch, unterscheidet sich nur in einer einzigen Doppelbindung. Die EPA aus den Fischen ist entzündungshemmend und die Arachidonsäure aus den Tieren ist entzündungsfördernd. Ganz kleiner chemischer Unterschied, riesiger biologischer Unterschied. Das so in aller Kürze, das muss man sich jetzt nicht merken, nur dass man es mal gesehen hat, was das eigentlich bedeutet mit dem Omega-3 und Omega-6. Okay. Das heißt, ich noch mal ganz kurz, Omega-3 und Omega-6 entscheidet sich ganz, ganz wesentlich vielleicht nochmal in der Wiederholung, nochmal für die Zuschauer, die vielleicht heute das erste Mal auch sich damit beschäftigen, haben nochmal entzündungshemmende und entzündungsfördernde Genau. Wirkung auf den Wir Körper. können das vielleicht sogar an der nächsten Folie dann schon sehen. Da geht es mal um die physiologischen Wirkungen von Omega-3-Fettsäuren auf Immunzellen. Und da kommt jetzt eine etwas komplizierte Grafik. Keine Sorge, das ist die komplizierteste Grafik des gesamten Interviews. Jetzt wird es nur noch einfacher. Aber ich bringe die trotzdem, weil da so viel klar wird. Also, wir sehen links oben eben die Alpha-Linolensäure aus dem Leinöl. In der Mitte die EPA aus den Fischen und dann die DHA aus den Algen. Also Fische haben auch DHA, aber nicht ganz so viel und Algen haben auch EPA, aber auch nicht ganz so viel. Und wir sehen, aus EPA und DHA werden viele Abkömmlinge gebildet, bestimmte Hormone, Botenstoffe in unserem Körper. Zum Beispiel aus EPA Prostaglandine der Gruppe 3, die sind entzündungshemmend. Hätten wir hier oben jetzt die Arachidonsäure, aus der Arachidonsäure werden auch Hormone gebildet, aber Prostaglandine der Gruppe 2 und die sind entzündungsfördernd. Also da ist da schon der Unterschied zwischen EPA und Arachidonsäure. Und aus DHA, nee, Entschuldigung, aus EPA werden auch noch entzündungshemmende Leukotriene gebildet. Das muss man sich jetzt alles nicht merken, aber die nächsten beiden Hormone finde ich einfach sehr, sehr schön vom Namen. Also aus der DHA werden Protektine gebildet. Protektine, das heißt Schutzhormone, wunderbar. Und aus DHA werden auch Resolvine gebildet, übrigens auch aus EPA. Was heißt jetzt Resolvin? Das heißt wörtlich übersetzt Rücklöser. Also, ich sage jetzt, Entzündungen sind ganz schlecht. Nein, das stimmt ja gar nicht. Wir brauchen auch Entzündungen, um virale und bakterielle Infekte abwehren zu können. Entzündungen sind lebensnotwendig, aber dann müssen wir sie wieder zurückbilden können. Und wenn wir das nicht schaffen, sterben wir entweder an dieser Entzündung oder es geht in eine chronische Autoimmunerkrankung über. Also das ist ja genau das, was wir bei Corona auch erlebt haben. Die Menschen sind ja nicht an den Viren gestorben, sondern sie sind an dem vom eigenen Immunsystem ausgelösten Zytokinsturm, dieser Überreaktion des Immunsystems gestorben. Hätte man diesen mit Vitamin D, aber auch hier mit den Resolvinen aus Omega-3, hätte man den eingedämmt, wären viel, viel, viel weniger gestorben. Das ist eine ganz spannende Stelle gerade. Also wir hatten jetzt gerade ein Thema Corona, Autoimmunerkrankungen. Man sieht ja ganz, ganz viele Steigerungen gerade auch in der Bevölkerung weltweit, dass halt eben Entzündungswerte extrem ansteigen. Natürlich einmal durch das Corona-Thema, aber es gab es ja auch schon vorher, Fibromyalgie-Syndrom, Epstein-Barr. Also all diese Erkrankungen, die haben ja ganz, ganz viele Entzündungswerte. Das heißt, man könnte. Wir kommen ja jetzt schon fast zu einer Lösung, aber das wäre zum Beispiel eine Krankheit, wo dieses Thema Omega-3 interessant wäre. Weil wir haben ja Zuschauer, die sich natürlich fragen, was kann ich tun? Wie kann ich an meiner Ja. Autoimmunerkrankung etwas tun? Also Fibromyalgie ist jetzt nicht das typische Beispiel für eine Entzündungskrankheit. Das wäre jetzt mehr die rheumatische Erkrankung. Das wäre jetzt ein typisches Beispiel für Entzündung. Fibromyalgie ist eher im Bereich Anspannung, nervlicher, muskulärer Anspannung. Entzündung spielt da gar keine so große Rolle.
Aber bei allen Entzündungskrankheiten, von Hashimoto bis Multiple Sklerose, würden diese Faktoren, die ich da mit Omega-3-Fettsäuren und den daraus entstehenden Hormonen eindämmen kann, eine unglaublich wichtige Bedeutung haben. Nicht umsonst sind ja genau diese Entzündungskrankheiten erst in den letzten zwei, drei Generationen explodiert. Die gab es ja vor 150 Jahren, ich will nicht sagen gar nicht, aber viel, viel seltener. Erst durch unsere Ernährung, viel weniger Fische, viel mehr Fleisch, sind diese Erkrankungen erst maßgeblich entstanden. Wieder ein gutes Stichwort, Fisch. Früher, wir hatten es am Anfang eben schon, Leinöl, haben Sie gesagt, Fischöl. Na, früher gab es ja so auch dieses Hausmittel, Rizinusöl. All diese Öle sind ja so ein bisschen auch vom Tisch weggekommen. Ja, und wir hatten es eben auf dem Bild, Kapseln. Viele Menschen substituieren ja schon dazu. Reicht denn heutzutage ein, ich sage jetzt mal, ein Leinöl, ein Hanföl? Fischöle, reicht das für die Stürme der Entzündungswerte in der Ja, eben Gesellschaft? nicht. Also erstmal, Rizinusöl gehört jetzt nicht hierher. Rizinusöl ist kein Lebensmittel, sondern einfach ein Abführmittel. Aber Leinöl, das gehört schon hierher. Also das sehen wir hier, die Ala aus Lein oder Hanföl. Und wir sehen hier, das wird umgewandelt in EPA. Da sagen halt viele Veganer, ja, Leinöl reicht doch völlig aus. Das ist leider falsch, weil die Umwandlungsrate ist viel zu gering. Also wir brauchen schon EPA und DHA, um die Omega-3-Effekte erzielen zu können. Wir sehen hier noch was. Aus der ALA, wie viele Hormone entstehen aus der ALA? Nicht ein einziges. Also alle Gesundheitseffekte gehen nur von EPA und DHA aus, niemals von ALA. In den Lehrbüchern der Ernährungsmedizin steht die ALA als essentielle Fettsäure. Das ist nicht richtig. Essentiell sind nur EPA und DHA und nicht die ALA. Ah, da sind wir schon bei den Quellen. Ja, wollen wir nochmal zurück dann in die Großpräsentation gehen oder wollen wir gleich mit den Omega-3-Quellen weitermachen? Ja, letztendlich, also ist es ja für den Zuschauer, der heute das erste Mal dazu kommt, ne? Also ganz wichtig, dass wir es auch vielleicht auch zwischendurch einfach mal wiederholen, warum das so wichtig ist. Also Sie haben gerade gesagt, Entzündungswerte steigen seit Jahrzehnten schon an. Was sind für Faktoren vielleicht, einfach bevor wir mal wirklich in die Quellen und auch wo wir es herbeziehen können und was ein gutes Omega-3 ist. Warum ist das so, dass der Körper gegen Stress zum Beispiel so schlecht momentan dagegen an, oder ihr seit einigen Jahrzehnten ja schon dagegen ankommt, ist Stress ein Faktor, der Omega-3 abbaut oder negativ beeinflusst? Ja, das kann man jetzt nur nicht sagen. Aber Stress ist ein Faktor, der die Umwandlung, jetzt wird es leider noch ein bisschen biochemisch, aber wenn Sie mich danach fragen, muss ich es beantworten. Die Linolsäure aus dem Sonnenblumenöl oder Distelöl oder Maiskeimöl, die kann der Körper recht gut in die Arachidonsäure umwandeln. Das heißt, wir können unsere eigenen tierischen Fette selber bilden. Und das geschieht umso besser, je mehr Stress wir haben. Und jetzt wird es noch verrückter. Omega-3 würde uns sogar vor dem Stress schützen. Omega-3 fördert unsere Stressresilienz. Also wir haben zu wenig Omega-3, haben dadurch noch mehr Stress oder empfinden den Stress intensiver und dadurch bilden wir noch mehr entzündungsfördernde Fettsäuren. Also das ist ein selbstverstärkender Prozess. Das ist gar nicht gut. Wir können ihn nur durchbrechen, indem wir weniger tierische Fette zu uns nehmen, aber auch weniger linolsäurehaltige Lebensmittel und mehr Omega-3-Fettsäuren zu uns nehmen. Dann, das wäre eigentlich die richtige Lösung gegen Stress und es wäre auch die richtige Lösung gegen ein, ich sage es mal, ein Übermaß an Entzündungen. Linolsäurehaltige Lebensmittel. Vielleicht sagen Sie dazu mal, wenn wir schon bei dem Thema sind, weil der Zuschauer fragt sich jetzt, was sind denn das für Lebensmittel, die ich vielleicht meinen sollte, um Entzündungen zu vermeiden? Ganz Ja, also grob. neben allen tierischen Fetten, wo die Arachidonsäure drin sind, habe ich ja eben schon gesagt, die linolsäurehaltigen Öle sind hauptsächlich Sonnenblumenöl, Distelöl, Maiskeimöl, Sojaöl. Das sind alles furchtbar schlechte Öle. Die gehören für mich überhaupt nicht in die Küche hinein, weil die nicht gesund für uns sind. Gehört Rapsöl auch dazu? Ja, Rapsöl hat viel Omega-9-Fettsäure, viel Ölsäure, ähnlich wie das Olivenöl, hat ein bisschen Linolsäure, hat aber auch ein bisschen
Alpha-Linolensäure. Ich sage immer, das Rapsöl ist quasi wie ein Olivenöl mit einem kleinen Schuss Leinöl. Also das fände ich noch okay. Also braten sollte man nicht damit, aber in die kalte Küche oder in die Suppe kann man es unweit reintun. Das finde ich ein Öl, was ich nicht ablehnen würde. Kokosöl fände ich noch sehr gut zum Braten, aber eben diese hochungesättigten Fettsäuren mit viel Linolsäure, auch ein, ich sage mal, ein Übermaß an Nüssen und Samen ist nicht so ganz gesund. Mal ab und zu eine Handvoll Nüsse ist überhaupt kein Problem, ja. Aber es gibt ja viele Veganer, Vegetarier, die dann riesige Mengen an Nüssen essen und die dann auch sehr hohe Linolsäurewerte haben und dann, obwohl sie praktisch keine Tiere essen, trotzdem hohe Werte an tierischen Fettsäuren im Körper haben und dadurch auch diese Entzündungskrankheiten entwickeln können. Sehr, sehr viel Informationen für jemanden, der sich damit noch nie wirklich beschäftigt hat. Genau, wir haben ja ein bisschen schon über Produkte gesprochen, wo es drin ist. Wie sieht es denn aus? Welche Auswirkungen haben denn tatsächlich, also sag mal, erstmal in negativer Form? Entzündung haben wir gehört, Entzündung hemmend, aber auch entzündungsfördernd kann es sein. Was ist denn das Gute daran, wirklich, wenn es heute zum Beispiel um Stresserkrankungen geht? Ich hatte in der Vorbereitung mich ein bisschen damit beschäftigt. Es gibt ja unfassbar viele Menschen, die unter Depressionen leiden. Kann man über Omega-3, wir hatten eben schon mal so ein bisschen Vitamin D, das war, kennt man ja. Wie sieht das denn bei Depressionen aus? Gibt es da einen Da komme unmittelbaren ich, Bezug? ja, da komme ich etwas später dazu. Da habe ich auch Folien dazu, aber die kommen Okay. jetzt noch nicht. Ich halte mich so ein bisschen in die Fragenreihenfolge und da wäre das nächste eigentlich, wo es so drin ist. Ja, die Quellen, wo das drin vorkommt, da habe ich was vorbereitet. So, also das weiß eigentlich heute jeder Mensch auf der Straße, dass die besten Omega-3-Fettsäurequellen die Fische sind, insbesondere die Meeresfische. Ich habe jetzt hier mal so ein paar Beispiele aufgeführt. In 100 Gramm Fisch, in 100 Gramm Makrele sind fast 3 Gramm drin. Das ist schon ziemlich viel. So die Hausnummer, was ein Erwachsener am Tag zu sich nehmen sollte, das wären so etwa 2 Gramm. Das wäre wirklich gut und vernünftig. Wer es etwas exklusiver mag, der kann auch echten Kaviar nehmen. Da sind fast genau diese 2 Gramm drin. Also ich schätze mal, jeden Morgen so 5 solche großen Esslöffel ist mal gut mit Omega-3 ausgestattet. Ja, Spaß beiseite, es geht auch ein bisschen preiswerter. 100 Gramm Sardine oder 100 Gramm Hering haben etwa genauso viel. Lachs hat ein bisschen weniger, aber auch noch genügend. Wichtig ist dabei allerdings, es muss der Wildlachs sein, bitte nicht der Zuchtlachs. Der Zuchtlachs hat heute fast kein Omega-3 mehr, viel, viel zu wenig. Thunfisch hat auch noch ganz gut, auch ein bisschen weniger. Ich sage mal, meinen Rheuma- und Krebs- und Depressionspatienten, esst einen Thunfisch am Tag, der habt ihr alles, was ihr braucht. Nein, es muss jetzt kein ganzer Thunfisch sein. Und eigentlich rate ich auch eher davon ab. Also generell gilt, je später die Fische in der Nahrungskette stehen, also die großen Fische, Thunfisch, Haifisch, Schwertfisch, umso mehr Gifte enthalten sie natürlich. Die sollte man ja tunlichst wenig essen, eher die kleinen Fische bevorzugen. Der Kabeljau geht auch noch, aber wir sehen, der Lieblingsfisch der Kinder in Form der Fischstäbchen hat schon gar nicht mehr so viel Omega-3. Und die normale Fischölkapsel, die hat nur noch 133 Milligramm in einer Kapsel. So die Kapsel mit dem halben Gramm Fischöl kann sich jeder jetzt mal ausrechnen, wie viel er davon braucht am Tag. Dann keine Sorge, wir müssen jetzt keinen Dreisatz machen. Ich habe es für Sie getan. Wir brauchen davon 15 Kapseln am Tag, um eine einigermaßen ausreichende Omega-3-Dosis zu haben. 15 Kapseln bitte jeden Tag. Drunter sollten wir es nicht tun. Das macht natürlich keiner. Und die Alpha-Linolensäure möchte ich auch nicht unerwähnt lassen. Ich habe es schon gesagt, die kommt hauptsächlich im Leinöl vor und in den Leinsamen. Da ist sogar fast doppelt so viel Omega-3 drin wie in den Fischen. Hanföl, bisschen weniger. Rapsöl, noch ein bisschen weniger. Und Sojaöl, Weizenkeimöl, Walnussöl haben kaum noch was. Und alle anderen herkömmlichen Öle liegen unter 1%. Auch das Olivenöl, auch Avocado, da ist fast nichts drin. Und ich habe ja vorhin schon angedeutet, dass eben das Leinöl leider nicht ausreicht. Und das sehen wir an dieser ja, zweitkompliziertesten Grafik des Abends. Hier nochmal die Alpha-Linolensäure aus dem Leinöl. Und hier steht,
dass die Umwandlungsrate bis zu 10% beträgt. Das stimmt einfach nicht. Also ich habe mehrere tausend Fettsäureanalysen mittlerweile gemacht, darunter auch Veganer, die überhaupt kein EPA zu sich nehmen, aber ganz viel Alpha-Linolensäure, jeden Tag zwei Esslöffel Leinöl, und die haben trotzdem grottenschlechte EPA-Werte. Also nach meiner Erfahrung, es wird eher 1% als 10% umgewandelt. Ich habe gar nichts gegen das Leinöl. Ich habe immer eine Flasche Leinöl zu Hause. Es kommt bei mir auch in den Salat rein, aber es reicht alleine nicht aus. Als Ergänzung zu Fisch oder wer jetzt Fische nicht mag, gern auch das Algenöl. Aber wir brauchen Fisch oder Algenöl, wenn wir eine gute Omega-3-Versorgung aufweisen wollen. Ja, also das ist wirklich sehr spannend, wenn man mal darüber nachdenkt, dass, also ich sage jetzt mal, Sie haben es vorhin schon erwähnt, Sie haben Krebspatienten, Sie haben Depressionspatienten. In der Krebstherapie ist das Leinöl ja auch sehr beliebt, ne? Diese Quark-Leinöl-Ernährung. Das heißt also, auch da würde das wahrscheinlich nicht ausreichen. Also ich bin gespannt, wenn wir jetzt darüber nochmal nachschauen. Also Leinöl alleine reicht nicht, Hanföl auch nicht. Ganz genau. Ich Wir habe kommen überhaupt nichts wahrscheinlich. dagegen, wenn Krebspatienten auch Leinöl zu sich nehmen. Überhaupt nichts, ja. Aber sie dürfen sich nicht alleine darauf verlassen. Die Frau Budwig, das war die große Pionierin von Leinöl und von Omega-3. Man kann ihr nicht genügend dankbar sein, dass sie das ins Bewusstsein gerückt hat. Aber das ist schon ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte her. Und ja, ich kann es nicht beschwören, aber ich bin feste Überzeugung, sie würde heute neben ihrem Leinöl, was weiter ihren Stellenwert hat, sie würde heute auch zu Fisch oder Algenöl greifen. Aber viele aus der Laien-Quark-Fraktion sind da leider auf dem Stand vor 50 Jahren stehen geblieben. Ich muss das so deutlich sagen. Nichts gegen Leinöl, aber wir brauchen EPA und DHA mit dazu. Aber das ist ja schon mal eine Hoffnung für die Veganer, wenn sie sagen, Fischöl, ist ja immer ein bisschen schwierig in der Szene. Aber Algenöl wäre ein guter Ja, Ersatz für das Fischöl. ganz genau. Sehr gut, das ist ja schon mal sehr gut. Ja, Kabeljau, Kinder. Also das ist ja auch verarbeitete Nahrung. Das heißt, also sie tendieren natürlich auch zu der Empfehlung, frischen Fisch zu kaufen. Und also ich sage mal, gerade Thunfisch aus der Dose, das sind ja alles verarbeitete Lebensmittel, wo noch weniger drin ist als im frischen Fisch wahrscheinlich. Nein, das kann man nicht so sagen. Also Nein? die Sardine in der Dose hat genauso viel Omega-3 wie die frisch gefangene Sardine. Ich würde das Öl dann wegschütten. Das ist ja meistens dann in Sonnenblumenöl. Die Beilage ist dann quasi das Gefährliche. Und tiefgefrorene Fische, also auch tiefgefrorene Kabeljaufilets oder auch Fischstäbchen oder tiefgefrorener Lachs, der ist von der Lebensqualität her besser als der frisch gefangene Fisch, der ja erstmal ein paar Tage dann reisen musste bis zum Geschäft. Also da gibt es wirklich keinen Unterschied bei Omega-3. Aber das ist ja schon mal ein sehr wertvoller Tipp für unsere Zuschauer. Ja, weil ich finde, man, es ist schon wirklich eine Herausforderung. Also was ist denn richtig? Ne? Man hört ja so viele Erfahrungen, so viele Tipps. Und also für diejenigen, die sich mit dem Thema Ja. Omega-3 beschäftigen, ganz, ganz wertvolle Tipps heute. Wer an Ja. einen guten, frischen Fisch herankommt, bitte, der kann den nehmen. Aber die Gefriertruhen-Fraktion muss sich keine Sorgen machen. Der Gefrierfisch ist frischer als der frische Fisch. Sehr schön, sehr schön. Ja. Also den Humor finde ich gut. Ich wohne mich an der Nordsee. Da ist man in der Quelle. Ja. Ja, genau. Ja, sehr schön. Ja, da kommen wir nochmal zurück. Wir kommen nochmal zurück zu dem Thema Krankheiten. Bei welchen Krankheiten ist denn Omega-3, sag ich mal, hilfreich und bei welchen ist es wirklich indiziert, es zu erhöhen? Was ist da Ihre Empfehlung für die Zuschauer? So, ich muss da jetzt kurz auf die stillen Entzündungen zu sprechen kommen. Wir haben hier nicht nur die richtigen Entzündungen wie bei Rheuma, sondern eben auch stille Entzündungskrankheiten, die man eben so gar nicht als Entzündung wahrnimmt. Und ich habe Ihnen da jetzt mal aufgeführt, was das Time Magazine in Amerika, ein populärwissenschaftliches Organ, vor 20 Jahren schon gesagt hat: die überraschende Verbindung zwischen Entzündung, Herzinfarkt, Krebs, Alzheimer und vielen anderen Erkrankungen. Das war schon vor 20 Jahren in Amerika bekannt gewesen. Deutschland hat da unglaublich nachgehinkt.
Ja, und das sind stille Entzündungskrankheiten. Diabetes zum Beispiel. Wer hätte gedacht, dass Diabetes auch mit Entzündung zu tun hat? Das ist in der Grundlagenforschung heute unbestritten. Krebs ist auch eine Entzündung, unter anderem Herzinfarkt. Ich habe vor 25 Jahren in der Herzklinik gearbeitet. Da war uns Kardiologen damals schon klar gewesen, ja, Herzinfarkt hat das mit Entzündung zu tun. Die Kardiologen haben nur nichts gegen die Entzündung getan. Und Aspirin an 100 reicht da nicht aus. Schlaganfall genauso. Demenz hat auch viel mit Entzündungsprozessen im Gehirn zu tun. Alle Alterungsprozesse haben mit Entzündung zu tun. Und jetzt kommen wir auf die psychischen Erkrankungen. Alle psychischen Erkrankungen sind nicht nur, aber auch Entzündungskrankheiten. Leider hat das fast kein Psychiater auf dem Schirm und behandelt das dann entsprechend auch nicht. Und dann haben wir natürlich noch die richtigen Entzündungen. Also Rheuma, Neurodermitis, wir können ein bisschen schneller durchgehen, Entzündungskrankheiten von Leber und Galle, Asthma, Sarkoidose, Multiple Sklerose, Hashimoto, alle Entzündungskrankheiten, alle Autoimmunerkrankungen, es gibt mehrere Dutzend, haben natürlich viel mit Entzündung zu tun. Und wenn es uns gelänge, die Entzündung im Körper in den Griff zu kriegen, könnten wir auch diese Krankheiten besiegen. Ja, machen wir aber nur symptomatisch mit entzündungshemmenden Medikamenten, die werden gegeben, wie Cortison, Diclofenac, die haben natürlich wieder viele schwere Nebenwirkungen, dass man an die Ursache der Entzündung rangeht, an die richtigen entzündungshemmenden Nährstoffe, das machen leider in der Regel weder Psychiater noch Rheumatologen noch Neurologen. Ich bedauere das zutiefst. Das heißt, meine Frage, die ich vorhin schon gestellt habe, zum Thema Depressionen, das würde jetzt hier hineingreifen. Dass also ja, dass da nochmal ein anderer Fokus drauf gelenkt werden kann, weil man weiß ja, dass es ganz oft an Nährstoffmangel ist und Omega-3 gehört ja zu den Nährstoffen. Das heißt also, da darf man als Betroffener vielleicht den Arzt darauf hinweisen, wenn sie sagen, da ist der setzt heute immer noch das Augenmerk nicht drauf, dass der Patient in seiner Compliance selber sagt, schauen Sie mal meinen Omega-3-Spiegel, das kann man machen. Das wäre sinnvoll. Wir haben ja später noch eine Frage zur Diagnostik. Die kommt leider noch nicht. Und die Depression kommt auch noch nicht. Die nächste Frage in der Reihenfolge war die geistige Entwicklung, die Intelligenz. Und darauf habe ich jetzt auch meine nächsten Folien aufgebaut. Ja, Sorry. genau. Genau, das Thema wollte ich jetzt anschneiden, nur weil ich vorhin schon die Frage gestellt habe und Sie jetzt gerade auch über die Themen ganz kurz gesprochen haben. Okay, genau. Das heißt also, stille Entzündungen sind ja im Vormarsch, das hört man ja auch immer mehr. Und interessant, dass es schon seit 20 Jahren bekannt ist. Das zeigt, dass wir immer noch an einem sehr, ja, spannenden Punkt in der Medizin, aber auch im Naturheilverfahren sind. Vielen Dank erstmal für diese Informationen. Und genau. Das Thema Intelligenz ist ja in der heutigen Zeit ein ganz großes Thema. Ich hatte kürzlich ein Interview gesehen, das also auch von Dr. Klinghardt war das, der gesagt hat, dass also auch die Intelligenz wirklich spürbar weniger wird, ne? Da gibt es Studien drüber. Was können Sie in dem Bezug zu Omega-3 und das Thema Intelligenz der Menschen sagen? Ja, ich fange da mal an mit einer Falldarstellung. Manchmal ist das ja anschaulicher als viele Studien. Ich werde noch ein paar Studien dazu bringen, aber erstmal ein Fall, der mich sehr beeindruckt hat. Also das ist Lisa, beziehungsweise das ist sie jetzt nicht. Ich habe das Bild aus dem Internet legal erworben, aber so hat sie ausgesehen, so kann man sich die Lisa vorstellen. Und als sie 2 Monate alt war, ist die Mutter mit Lisa zum Kinderarzt gegangen und der war total erstaunt gewesen, weil Lisa konnte im Alter von 2 Monaten selbstständig den Kopf heben und halten und hatte mit dem Arzt Blickkontakt. Und der Arzt sagt, das machen Kinder erst mit 3 bis 4 Monaten. Der war völlig von den Socken gewesen. Ja, was war das Geheimnis von Lisa? Ihre Mutter war bei mir in der Schwangerschaft auch in Betreuung gewesen und sie hatte von mir unter anderem auch noch mehr bekommen, aber unter anderem 4000 Einheiten Vitamin D und 3 Gramm EPA DHA, also Fischöl. Und das war in dem Fall 1,5 Esslöffel. Das ist eine richtig hohe Dosis. Aber das ist wichtig im Schutz der Mutter vor Präeklampsie, vor Schwangerschaftsdepression und besonders aber für die geistige Entwicklung
der Kinder. Ich habe das natürlich in der Laborkontrolle gemacht und die Werte waren darunter gut gewesen. Also viele Ärzte würden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, würden sagen, viel zu viel, 4000 Einheiten und 3 Gramm EPA, DHA, viel. Nein, ich habe nachgemessen, die Werte waren damit optimal gewesen, optimal für Mutter und für Kind. Wir schützen damit beide. Das ist so unglaublich. Wir könnten so viel für die geistige Entwicklung der Kinder tun. Und hier so, jetzt kommt doch mal eine Studie, ich kann es Ihnen nicht ersparen, ja, aber ich finde das auch spannend. Hier hat man den Schwangeren mal 400 Milligramm DHA gegeben. Für die Kognition ist DHA ein bisschen wichtiger als die EPA. Und im Alter von 14 Monaten sind die Kinder dann getestet worden, also sowohl die Placebo-Kinder als auch die, deren Mütter Omega-3 bekommen hatten. Und Kinder mit Omega-3 in der Schwangerschaft hatten ein wesentlich besseres Wortverständnis und einen aktiveren Wortschatz. Die waren den anderen um etwa 2 Monate voraus. Das ist schon ordentlich. Das könnten wir erreichen. Also, wir können sagen, Omega-3 ist wichtig für Verstehen und Sprechen lernen. Ganz wichtiges Thema, gerade bei den Schulkindern, ist ja ADHS. Riesiges Problem in den Familien, in den Klassenzimmern. Und hier ist mal so ein Zusammenhang, so ein statistischer Zusammenhang. Und wir sehen hier, das sind die DHA-Werte und das hier ist Ausmaß von ADHS. Und wir sehen, je stärker die Omega-3-Fettsäure steigt, umso geringer werden die ADHS-Werte. Das ist jetzt eine sogenannte Beobachtungsstudie, die ist hinweisend, die ist noch nicht beweisend. Beweisend ist, wenn man dann eine Therapie macht und merkt, aha, es wird besser. Und das haben wir in dieser Studie. Da haben die Kinder, also die Kinder, die ADHS betroffen waren, hatten EPA bekommen und wir sehen, das sind die Verbesserungen. Also hier 0 ist gar keine Verbesserung und wir sehen, je höher die Dosis war, hier ist die Omega-3-Dosis, je höher die Dosis war, umso besser waren die Effekte. Also hier waren 2 Studien mit sehr wenig Omega-3 und die hatten auch nahezu keine Verbesserung. Also wir brauchen schon ordentliche Mengen für die Kinder, aber dann können wir auch Wirkungen auf ADHS nachweisen. Und das ist ein Segen für die Kinder selbst, für die Familien und für die Schulen und für die Lehrer und für einfach nur alle. Ich sage immer, ADHS ist keine Ritalin-Mangelkrankheit, es ist eine Omega-3-Mangelkrankheit. Das wissen leider nur die wenigsten Psychiater. Und Und vor nochmal zum allem, Thema Cognitz. Ja, dazu eine Frage ja, noch? nein, eine Frage nicht, aber es ist, da sieht man wieder, dass die Natur ganz, ganz wunderbare Effekte hat und gerade auf unsere Kinder, auf unsere Zukunft. Ja. PISA ist im Moment auch gerade ein Thema. Deutschland ist ja wieder ganz besonders schlecht abgeschnitten. Ich selber habe vor ein paar Jahren meine eigene Untersuchung gemacht. Ich habe mir gedacht, wir haben ja Daten von PISA-Studien aus ganz vielen Ländern. Und ich habe auch eine Statistik aufgetrieben, wo ich auch den Fischkonsum dieser Länder hatte. Und da habe ich gedacht, so, das korreliere ich jetzt mal statistisch miteinander. Kann ich das denn wiederfinden, dass es irgendeinen statistischen Zusammenhang zwischen Fischkonsum ich habe insgesamt 64 Länder untersucht, eine richtig große Untersuchung, Fischkonsum und PISA-Ergebnis in 64 Ländern. Das ist 2017 in der internationalen Zeitschrift veröffentlicht worden. Und der Fischkonsum erwies sich als statistisch unabhängiger Faktor. Und zwar kam raus, je höher der Fischkonsum in den untersuchten Ländern, umso bessere PISA-Ergebnisse wurden in diesen Ländern erzielt und das war hochsignifikant. Das war so deutlich, das kann nicht mehr mit Zufall erklärt werden. Das ist jetzt keine ganz, ganz große wissenschaftliche Studie, aber ich fand es schon ganz eindrucksvoll und ich meine, die Zeitschrift hat den Artikel ja auch angenommen. Okay, das vielleicht zu den Kindern. Sind zu den Kindern noch Fragen? Sonst würde ich an das andere Lebensende gehen, zu den Älteren. Ja, ich möchte einfach nur an die Eltern appellieren, die heute vielleicht auch den Kongress sich anschauen. Also, etwas Natürliches kann, sage ich mal, das Familienglück auf jeden Fall wesentlich beeinflussen, weil Sie haben es ja schon gesagt, das ist eine große Belastung für Familien mit ADHS und natürlich auch schlechte Noten. Ja, das kann zu Ja, viel Unfrieden führen und natürlich. insofern also vielleicht auch nochmal in diese Richtung an den Ja, Dr. klar. Schmiedeling. Okay. Genau. So, jetzt gehen wir mal zu den Älteren. Also da ist das Thema ja dann Demenz.
Kann man mit Omega-3 vielleicht Demenz vermeiden? Also hier nochmal eine Studie. Ich hoffe, ich langweile die Zuschauer nicht mit zu vielen Studien, aber ich halte es für wichtig, weil also gerade in Online-Kongressen sehe ich immer wieder, dass sich manchmal doch die Leute den Stoff aus den Fingern saugen und das Blaue vom Himmel versprechen. Alles, was ich sage, kann ich wirklich mit harten Daten belegen. Also hier hat man mal knapp 300 Altersheimbewohner, also schon älter, 67 bis 100 Jahren untersucht. Und bereits 42 davon waren an Demenz und 30 davon an Alzheimer-Demenz erkrankt. Und man hat das mal korreliert mit den Blutspiegeln und dem Omega-3-Konsum im Essen. Und man hat die Älteren in Drittel eingeteilt und hat geschaut, wie hoch ist das Risiko denn für Demenz statistisch in den verschiedenen Dritteln. Und da hat man gesehen, das relative Risiko im besten Drittel, also die besten Omega-3-Werte im Blut oder die besten Omega-3-Zufuhren in der Nahrung, wiesen ein Risiko im Blut für 0,35 für Demenz aus. Das heißt also 0,65, also 65% oder 2 Drittel weniger Demenz, wenn die gute Omega-3-Spiegel im Blut hatten. Für Alzheimer war es immerhin 60% weniger. Und in der Nahrung hat man einen Zusammenhang gefunden, wenn die Leute gut, einigermaßen gut, die haben ja auch nicht jeden Tag Fisch gegessen oder jeden Tag 15 Kapseln genommen, aber wenn die im Essen nur ein bisschen besser waren mit der Omega-3-Zufuhr, dann hatten die 3 Viertel weniger Demenz und auch etwa 3 Viertel weniger Alzheimer-Demenz. Das könnten wir allein nur mit Omega-3 erreichen. Wir könnten so viel Demenzkrankheiten verhindern. Und es wird nicht getan. Es gibt maximal einmal in der Woche dann Fisch im Altersheim und den essen noch nicht mal alle. Und der wird auch gar nicht ausreichen. Wir bräuchten noch ein bisschen mehr, wenn man sicher gehen will. Und wir müssen gar nicht bei den ganz Alten sein. Ich habe jetzt hier mal so mittelalte Menschen genommen. Also hier hat man knapp 500 gesunde Erwachsene im Alter von über 55, also noch nicht so sehr alt. Und die hatten in einem Kognitionstest hatten die einen Wert über 26. Muss man sagen, 30 ist das Maximum. Also die waren nicht dement. So unter 20 beginnt dann die Demenz. Die waren geistig gut drauf, ja. Die waren altersentsprechend. Und denen hat man dann ein halbes Jahr eine relativ hohe Menge von Omega-3 gegeben. Und dann hat man anschließend, also vorher und anschließend, einen Test gemacht und hat gesehen, nur die Omega-3-Probanden hatten deutlich weniger Fehler gehabt und der Gedächtnistest war auch besser. Und nun waren diese Tester altersgenormt. Also je älter man wurde, desto schlechtere Ergebnisse hat man dann. Man wusste also, welchem Gedächtnisalter dieser Test entsprach und hat dann mal umgerechnet, die Verbesserung, die diese Probanden unter Omega-3 mit einem halben Jahr Zufuhr erzielten, lag bei 3 Jahren. Die hatten sich in einem halben Jahr mental um 3 Jahre verjüngt und die andere Gruppe ohne Omega-3 überhaupt nicht. Finde ich schon mal sehr eindrucksvoll. Also wir können, auch wenn keine Demenz da ist, können wir die kognitiven Funktionen noch verbessern. Und auch hier nochmal jetzt zum Abschluss dieses Demenzpartes dann mal wieder eine Kasuistik, die ich leider nicht selber erlebt habe, aber ein guter Freund von mir hat mir das berichtet. Er erzählte mir, ein älterer Lehrer erhielt eines Tages einen Brief von seinen Schülern. Und da stand drin: Lieber Herr Sowieso, wir mögen Sie sehr gern, aber Sie haben uns die letzte Unterrichtsstunde zum dritten Mal hintereinander identisch gehalten. Wir finden, Sie müssen langsam mal was tun. Der Lehrer war natürlich völlig erschrocken gewesen, ja, hat seine Kollegen gefragt, die wussten natürlich längst, dass er dement war. Er ist dann zum Amtsarzt geschickt worden, der hat Hörnleistungstest gemacht, hat ihn sofort pensioniert, er darf nie wieder eine Schule betreten. So, und dann hat er das riesige Glück gehabt, dass er zu meinem Kollegen gekommen ist. Und der hat erstmal gemessen. Der hat Omega-3 im Blut gemessen, der hat B12 gemessen, der hat Vitamin D gemessen und er lag mit allen Sachen ganz, ganz schlimm. Er hat ihm das substituiert und im Laufe der nächsten Monate wurde er dann langsam besser. Die Umgebung, also seine Familie, hat das auch bemerkt und dann wollte er irgendwann wieder in die Schule gehen. Ja, und dann hat das Land Bayern gesagt, nö, du bist pensioniert. Und in allen Lehrbüchern steht, dass Demenz unheilbar ist. Du kannst wieder in die Schule gehen. Und er wollte schon den Freistaat Bayern auf Wiedereinstellung verklagen. Dazu ist es leider nicht gekommen. Das wäre ein Präzedenzfall geworden.
sondern er ist dann nochmal von einer Neuropsychologin untersucht worden und die hat ein positives Gutachten geschrieben. Und sie sagte, er ist völlig in der Altersnorm, er darf wieder in die Schule. Und jetzt kommt das i-Tüpfelchen, er ist inzwischen zum Vizedirektor befördert worden. Was wäre, wenn er nicht das Glück gehabt hätte, auf meinen Kollegen zu kommen? Der würde jetzt nachmittags im Fernsehen die doofen Sendungen gucken oder würde in irgendeinem Altersheim vor sich hin vegetieren? Das finde ich schon einen sehr tragischen, aber auch sehr optimistisch stimmenden Fall. Bin sicher, mit zigtausenden von Älteren könnte man das genauso tun. Also der hatte bestimmt noch keine strukturellen Schäden gehabt. Also richtig Alzheimer hat der noch nicht gehabt. Der hatte halt nur durch diese enormen Nährstoffmangelzustände eine funktionelle Demenz, aber die Strukturgehirn war noch da gewesen. Also wenn da im Alzheimer-Gehirn richtige Löcher drin sind, also das kann man nicht wieder heilen. Das muss ich ganz klar dazu sagen. Aber die Anfangszustände kann man sehr, sehr gut beeinflussen. Und hier jetzt nochmal doch eine letzte Folie nochmal zum Schluss. Die sind teils die EFSA, die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde. Die vergibt für Lebensmittel sogenannte Health Claims. Also das sind dann anerkannte Wirkungen. Weil ich kann zum Beispiel als Joghurthersteller nicht hingehen und sagen, im Joghurt sind gute Bakterien drin, das ist bestimmt gut für das Immunsystem und schützt vor Infektionen und Krebs. Das darf der nicht machen, der wird bestraft, ja, weil da gibt es nicht die Studien dazu. Für Omega-3 dürfen wir aber behaupten, Omega-3 trägt in jedem Lebensalter zur normalen Hirnfunktion bei. Und Omega-3-Einnahme der Mutter trägt zur Gehirnentwicklung des Kindes bei. Das sind keine Behauptungen, sondern das sind Fakten, die durch zahlreiche wissenschaftliche Studien bestätigt wurden. Darum darf damit auch offiziell und legal geworben werden. So, dann gehen wir vielleicht noch mal kurz raus aus der Präsentation, bevor wir dann mit dem großen Thema Depression und Psyche beginnen. Ja, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich möchte nochmal so ein bisschen nochmal an die Eltern und auch an die Familien appellieren, sich vielleicht doch wirklich nochmal intensiver damit zu beschäftigen. Denn Vorsorge ist etwas ganz Wunderbares, aber auch nicht alles hinzunehmen, wie Sie schon gesagt haben, ne? Also nicht immer ist die Diagnose nicht heilbar richtig, wenn man an den richtigen Arzt gerät. Ja, also da mache ich jetzt nochmal ein bisschen Werbung für Dr. Volker Schmiedl. Ja, das und auch natürlich für Ihren Kollegen, wenn das recht ist, weil genau darum geht es ja. Wir wollen ja gesund und glücklich sein. Und dazu gehört jetzt nicht nur der körperliche Aspekt, sondern dieses große Thema Intelligenz der Menschen. Wir haben ja ganz, ganz, ganz viele Familien, die leiden, wenn jemand Demenzdiagnosen erhält. Und da gibt es Hoffnung. Omega-3. Es gibt auch, muss eine Lanze auch für die anderen Kollegen brechen, ja. Es gibt auch viele Heilpraktiker, es gibt Ernährungsberater, es gibt Apotheker, die sich in dem Bereich auch ziemlich gut auskennen. Nur eben, ich sage mal, ich will jetzt keine Nestbeschmutzung machen, aber der normale Arzt lernt das weder im Studium, noch lernt er es in den normalen pharmagesteuerten und gesponserten Fortbildungen. Da lernt er das einfach nicht. Ja, das muss ich dazu sagen. Ja, aber es ist ja wichtig, dass wir darüber reden. Deswegen machen wir das ja auf diesem Kongress, weil das ist so wichtig, weil das Thema Demenz wird ja auch verstärkt in der Gesellschaft sichtbar und auch früher. Ja, es gibt ja sogar schon Kinder, die mit so einer Diagnose diagnostiziert werden. Insofern Familien, also das Thema ADHS nochmal und auch das Thema Demenz rechtzeitig in die Vorsorge zu gehen. Und wir haben es ja schon gehört, schon in der Schwangerschaft. Ja, wichtiges Thema. Ja, Dr. Schmiedl, jetzt haben wir noch ein ganz spannendes, für mich sehr spannendes Thema, das Thema psychische Erkrankungen. Ja, auch da gibt es wahrscheinlich Studien. Und natürlich auch Belege. Ich bin gespannt, was Sie uns dazu zu sagen haben. Ja, gibt es zuhauf. Also ich habe da wirklich nur eine ganz, ganz kleine Auswahl getroffen, keine Sorge. Aber ich muss da mal wieder in die Präsentation reingehen. Das Serotonin, unser Glückshormon, mit der Psyche, insbesondere mit Depressionen zu tun hat, wissen wir mittlerweile alle. Es gibt ja eine große Gruppe von Medikamenten, die sogenannten Serotonin-Wiederaufnahmehämmer, wie Citalopram zum Beispiel, die genau über diesen Mechanismus funktionieren. Geht es denn nicht vielleicht auch ein bisschen natürlicher? Und da habe ich jetzt mal diese Folie mitgebracht. Wir wissen, dass das Serotonin aus Licht oder nicht aus Licht, sondern bei Licht gebildet wird. Also es muss schon richtig hell sein.
Und dann können wir so strahlen, weil wir viel Serotonin bilden. Wir können es aber auch mit der Ernährung bzw. mit Nährstoffen beeinflussen. So, ich habe Ihnen jetzt hier mal zwei Neuronen mitgebracht. Also hier ein Nervenende, was an dem anderen, an der anderen Nervenzelle, dem Ausläufer der Nervenzelle andockt. Und hier wird also das Serotonin im Gehirn gebildet. Und dafür brauchen wir unter anderem Vitamin D und Eisen, sind also auch ganz wichtig für die Psyche. Und die Omega-3-Fettsäure EPA, die ist wichtig, damit hier in diesen kleinen Bläschen, in denen das Serotonin gespeichert wird, damit die rascher ihr Serotonin abgeben können und eine Signalübertragung machen. Und auf der anderen Seite, an der Empfängerzelle, da haben wir dann die sogenannten Serotonin-Rezeptoren. Und die funktionieren besser, wenn wir hohe DHA-Spiegel haben, die andere Omega-3-Fettsäure. Das heißt, wir erreichen mit diesen Nährstoffen Vitamin D, Eisen, EPA, DHA im Prinzip genau dasselbe wie mit diesen Psychopharmaka, nur mit dem einen kleinen Unterschied, dass diese Stoffe keine Nebenwirkungen haben, ganz im Gegensatz zu den Psychopharmaka, die doch sehr nebenwirkungsreich sind. Warum denn nicht erstmal bei einer leichten Depression damit probieren? Ja, also da verstehe ich nicht, warum man da nicht erstmal den leichteren Weg geht. Ja, wird leider viel zu wenig gemacht. Und hier meine Studie auch dazu, wieder so eine Beobachtungsstudie. Man hat einfach depressive und ängstliche Patienten mal genommen und hat den Omega-3-Spiegel im Blut gemessen und hat gesehen, innerhalb dieser depressiven Patienten gab es umso mehr Depression, je niedriger der Omega-3-Spiegel war. Und bei der Angst war es ganz genauso. Hier auch mal eine Grafik dazu. Hier sind also die zunehmenden Omega-3-Spiegel und hier ist so eine Depressionsskala und wir sehen mit steigenden Spiegel geht die Depression herunter, genauso bei der Angst. Das ist wieder eine Beobachtungsstudie, hinweisend, aber nicht beweisend. Beweisend ist dann eine Interventionsstudie, wo man eine Therapiemaßnahme gegen Placebo vergleicht. Das hat man ja auch getan. Also man hat 1100 Milligramm Omega-3 gegeben. Ah, ich hätte mehr gegeben. Also mir ist das viel zu wenig. Und der Therapiezeitraum von 9 Wochen ist mir eigentlich auch viel zu kurz. Aber wir gucken mal, was wir damit erreicht haben. Und beide Gruppen, sowohl die Omega-3-Gruppe als auch die Placebo-Gruppe, beide hatten mit Citalopram ein richtiges, stark wirkendes Antidepressivum erhalten. In beiden Gruppen wurde der Depressionsscore besser. Aber in der Omega-3-Gruppe viel schneller. Und das sehen wir auch hier bei der Grafik. Also die weißen Kreise sind die Placebo-Patienten, also Depression geht runter. Die schwarzen sind die Omega-Patienten. Und wir sehen, das geht viel schneller. Und nach 8 Wochen, da war die Placebo-Gruppe erst dort, wo die Omega-3-Gruppe schon nach 4 Wochen war. Also wir sehen hier zwei Dinge. Omega-3 kann man zur Not ohne weiteres mit Antidepressiva verbinden, die beißen sich gar nicht. Und mit Omega-3 kommt man schneller aus der Depression raus, kann vielleicht auch schneller die Medikamente wieder absetzen. Das ist doch wunderbar. Und ich kann nicht verstehen, warum so wenige Psychiater und Psychologen ihren Patienten dazu raten. Es ist für mich unerklärlich. Das heißt aber, an der Stelle würde jetzt ganz normal die Substituierung von Omega-3 über Öle nicht ausreichen. Das heißt, da müsste man dann schon höher dosieren. Dann müsste man, also in dem Fall, wie gesagt, man hat mit 1100 Milligramm gar nicht so viel gegeben. Ich würde immer 2 Gramm geben und ich würde es auch immer diagnostikgesteuert machen, laborgesteuert. Damit kommen wir schon in den nächsten Punkt. Kann ich das denn messen? Kann der Arzt das messen? Man kann es mittlerweile zu Hause selber am Küchentisch messen. Ich würde damit eigentlich nicht zu dem normalen Arzt gehen, weil die meisten, wenn sie das überhaupt messen, die meisten wissen gar nicht, dass es geht. Wenn sie es messen, messen sie es mit ihrem Standardlabor und das misst es meistens im Serum. Das Serum finde ich aber für die Omega-3-Messung nicht geeignet, nicht gut geeignet. Ich finde da die Vollblutanalyse bei den Omega-3-Fettsäuren viel, viel besser. Und der Patient, der sich dafür interessiert, kann sich das selber bestellen. Er kann sich bei bestimmten Laboren solche Testsets bestellen, sticht sich dann mit so einem kleinen Stößel in den Finger,
tropft zwei Tropfen Blut auf Papier auf, lässt es trocknen, schickt es ein und nach 2 Wochen hat er dann die Ergebnisse. Und das sieht dann etwa so aus. Sie haben so eine junge Patientin, die hat so einen Omega-3-Index. Das ist im Prinzip die Summe aus EPA und DHA von gerade mal über 4%. Optimal wären über 8%. Das heißt, sie hat viel, viel zu wenig. Die hat noch keine Erkrankung, das war eine Screening-Untersuchung, aber sie hat mit diesen Werten eine ganz große Chance, Rheuma zu kriegen, Depression, Krebs. Das kann in einem Jahr sein, das kann in 20 Jahren sein, aber sie ist damit hochgefährdet. Und neben diesen Score-Werten werden dann noch die einzelnen Fettsäuren aufgeführt. Aus Zeitgründen kann man da jetzt nicht mal einzeln drauf eingehen, aber zur Not kann einen da das Labor auch beraten. Gutes Labor liefert auch eine sehr gute Interpretation damit. Ja, da hast du noch Fragen zu der Messung? Nein, also ich sag mal so, da kann man schon getrost ins Internet gehen und sich einen Test bestellen oder in die Apotheke. Ja, Also ich sag dann noch, wo man das dann auch machen kann. Kommt auf der vorletzten Folie dann. ja, okay, super. Dann machen wir doch mal weiter, weil ich finde das ganz wichtig. Genau, Genau, hier nochmal Literatur. Literaturtipps von mir, also das Omega-3-Buch, das ist gerade im Sommer 23 nochmal neu überarbeitet herausgekommen. Da stehen die wichtigsten Sachen dazu drin, für den Laien verständlich geschrieben. Wer sich für andere Nährstoffe auch noch interessiert, bitte mal in das Buch Nährstofftherapie reingucken. Da habe ich auf über 300 Seiten von Vitamin A bis Zink alles Wichtige beschrieben. Und dann kommen wir zum Schluss jetzt nochmal zur Therapie. Ich sagte ja schon, 2 Gramm, also für den normalen Erwachsenen, der 70 Kilogramm wiegt, der 3 bis 4 Mal in der Woche Fleisch isst, der einmal in der Woche Fisch isst, sind 2 Gramm Omega-3 geeignet, um wirklich richtig gute Spiegel zu erzielen. Nur, wo ist das drin? Ich habe es ja schon gesagt, 15 herkömmliche Fischölkapseln oder 500 Gramm Kabeljaufilet. Wir sprechen von der täglichen Zufuhr. Täglich muss das dann genommen werden. Oder ein Esslöffel eines guten Fischöls. Oder von dieser Firma bräuchte man dann 5 bis 6 Kapseln davon. Und wer eben das Fischöl nicht möchte, ist dann mit einem Teelöffel, da brauchen wir sogar ein bisschen weniger, ist allerdings ein bisschen teurer, mit einem Teelöffel ist man gleichwertig. Und wer das nicht mag, käme mit 4 Kapseln ganz gut aus. Wer noch ein bisschen sparen will, der kann auch gerne ein Dorschleberöl nehmen. Da müsste man einen großen Esslöffel nehmen oder 8 Kapseln. Das sind alles gleichwertige Mengen. Also das ist für mich ein gutes Präparat, mit denen arbeite ich gerne. Es gibt noch mehrere andere wirklich sehr, sehr gute Firmen und sehr gute Präparate, aber die Firma hat für mich einfach so das beste Preis-Leistungs-Qualitätsverhältnis. Und das ist auch wieder eine Frage und wahrscheinlich gerade von Ihnen auch eine besonders wichtige Frage, weil Sie ja sehr viel zu den Kindern erfreulicherweise gefragt haben. Was brauchen denn nun die Kinder? Ich habe mir hier so eine Richtschnur aufgeliefert. Natürlich proportional zu ihrem Körpergewicht weniger. Also wenn ich sage, der Erwachsene braucht 2 Gramm entsprechend einem Esslöffel Fischöl, bei einem Kind von 30 bis 40 Kilogramm wäre es ein Teelöffel, 15 bis 20 Kilogramm wäre es ein halber Teelöffel. Kleinkinder dürfen Fischöl 2 Tropfen pro Kilogramm Körpergewicht bekommen. Und beim Algenöl wäre es jeweils nochmal die Hälfte. Gibt mittlerweile von der Firma auch Präparate mit so einer Pipette zum Tropfen. Also ist mittlerweile ganz bequem geworden. So, damit bin ich schon, bevor ich zu der allerletzten Folie komme, vielleicht nochmal von Ihrer Seite aus Fragen, dann können wir da gerne noch eingehen, sonst würde ich dann die abschließenden Informationen noch geben. Das würde ich auch empfehlen, weil es ist schon sehr, sehr viel Input gewesen auch. Ja. Aber ganz, ganz herzlichen Dank. Ich fand nochmal für Sie auch diesen Hinweis, auch wenn Studien manchmal ein bisschen schwierig sind, aber das sind ja fundierte Werte und ich möchte wirklich unsere Zuschauer ermuntern, ganz wirklich auch nochmal ganz, ganz, ganz tief darüber nachzudenken, was man in Vorsorge alles machen kann, bevor erstmal ja, die große Baustelle da ist. Also ganz herzlichen Dank für diesen ganz, ganz, ganz wichtigen Part auch der Studien und natürlich auch eine Empfehlung. Aber genau darum geht es ja jetzt, ne? Ganz kurz die Frage, Sie hatten jetzt gezeigt Kapseln und Öl. Welche Form von den beiden ist denn die bioverfügbare Variante?
Da ist überhaupt kein Unterschied drin, weil in den Kapseln ist Okay. ja auch das Öl drin und im Darm löst sich die Kapsel auf. Das ist kein Unterschied. Ich würde es so ein bisschen von der Bequemlichkeit der Patienten abhängig machen. Die meisten können ohne weiteres das Fisch- oder Algenöl nehmen. Ich sage dann immer, bitte nicht pur nehmen. Das ist nicht so toll. Nicht wegen des Fischgeschmacks, der ist wirklich nicht schlimm, wegen des Fettgeschmacks. Ja, also ich mache es immer so, ich nehme ein Glas, mache da ein Quirlfinger Saft rein, mehr nicht. Das Öl dazu, einmal schütteln, Ex runtertrinken und dann nochmal einen Schluck Saft hinterher, dann geht das in der Regel sehr gut. Wer das jetzt gar nicht kann, der soll ja die Kapsel nehmen. Aber am Tag dann 6 richtig große Kapseln zu nehmen, und die sind natürlich auch ein bisschen teurer, ist auch nicht so ganz einfach. Viele meiner Patienten haben im Kühlschrank immer das Öl. Wenn sie am Wochenende dann mal verreisen, wollen die Flasche nicht mitnehmen, dann haben sie dafür die Kapsel. Das geht natürlich auch. Jeder so, wie er es mag. Es kommt auf die Menge an. Die sollte eben 2 Gramm beim Erwachsenen betragen. Oder natürlich, wer übergewichtig ist, braucht mehr. Wer nicht 3 bis 4 Mal in der Woche Fleisch isst, sondern 6 mal, 7 mal in der Woche Fleisch und vielleicht nicht einmal in der Woche Fisch, sondern einmal im Monat Fisch, der braucht eventuell noch ein bisschen mehr. Das kann man dann in der Fettsäureanalyse rauskriegen. Wenn man es ganz genau wissen will, würde man vor Beginn einer Therapie so eine Fettsäureanalyse machen, dann die vermutlich richtige Dosis nehmen und nach 3 Wochen nochmal kontrollieren. Das wäre wirklich ideal. Nicht nach 3 Wochen, nach 3 Monaten nochmal kontrollieren. Das wäre ideal. Bei Ihnen ist man natürlich gut aufgehoben. Da sage ich gleich zum Abschluss noch mal was, weil wir haben natürlich nachher auch für die Zuschauer unten die Kontaktmöglichkeiten mit Ihnen. Aber Sie haben noch einen Abschluss. Sie möchten uns gerne noch was ganz Wichtiges mitgeben zum Sehr, sehr Abschluss. gerne. So, das ist jetzt meine vorletzte Folie. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen für die guten Fragen bedanken und auch bei den Zuschauern für die Geduld. Wir sind ja fast schon eine Stunde dabei und es war wirklich viel Stoff gewesen. Hier nochmal meine deutsche Homepage. Da habe ich alle meine Artikel, die ich veröffentlicht habe. Auch die PISA-Studie kann man dort finden. Kann man alles im Original lesen. Viele Fragen von Patienten, die ich dann auch offen beantwortet habe. Man kann dort auch meinen Newsletter bestellen. Etwa einmal im Monat gebe ich so ein Newsletter heraus. Hier da auch was über Kinder mit dabei. Man kann auch alle meine alten Newsletter im Newsletter-Archiv noch nachsehen. Ich glaube, ich bin jetzt bei 90 Newslettern, also richtig viel. Ich habe seit 3 Jahren auch einen Videokanal mit über 200 YouTube-Videos, kann man sich auch alle angucken, zu nahezu allen Themen. Seit einigen Monaten biete ich auch ein Coaching an, ein Online-Coaching, was man auch buchen kann. Und hier nochmal einige Präparate und Fettsäureanalyse, die man bei der Firma norsan.de bestellen kann. Und wenn man den Bestellcode Willkommen15 eingibt, bekommt man bei der Erstbestellung sowohl für den Test als auch für alle Präparate, die man bestellt, immerhin 15% Rabatt. Finde ich jetzt nicht so schlecht. Und für die Schweizer gibt es einen anderen Code, norsan.ch. Mit dem Code VS325 bekommt man nur 10% Rabatt, den dann aber auch als Dauerrabatt. Und wer vielleicht in Südtirol wohnt, ja, der kann auch mit dem Rabatt Willkommen 15 bei dem italienischen Ableger etwas bestellen. Also so viel jetzt der Werbeteil. Wir haben diese Rabatte extra für Sie ausgehandelt mit der Firma. Und jetzt kommt die allerletzte Folie. Also ich kann jetzt leider, oder Gott sei Dank, ich weiß es nicht, in Ihre Wohnzimmer reingucken, ja. Und ich hoffe mal, dass jetzt wirklich niemand so ausschaut. Ich weiß, es war jetzt sehr viel gewesen, aber wer will, kann sich das ja alles nochmal angucken oder in meinen Videos oder in meinen Veröffentlichungen steht auch ganz viel nochmal drin. Ich wollte jetzt einfach so viel reinpacken, weil ich könnte stundenlang darüber reden und man merkt vielleicht auch die Begeisterung. Für mich geht es einfach ohne Omega-3 nicht mehr bei so, so vielen Erkrankungen und Störungen und wollte Sie an der Begeisterung da so ein bisschen teilhaben lassen. Also bitte nicht verwirren lassen durch die Studien und bitte nicht erschlagen lassen von den vielen Fakten, alles setzen lassen und vielleicht den einen oder anderen Part nochmal in der Wiederholung angucken. Ja, das war's dann von meiner Seite. Dann gehe ich mal wieder aus der Präsentation heraus. Jetzt kommt keine Ja, Folie mehr. Herr Dr. Schmiedel, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich möchte mich für die vielen Informationen bedanken. Und ich glaube, keiner der Zuschauer sieht am Ende so aus, denn das ist mal ein wirklich fundiertes Wissen und vor allen Dingen mit ganz viel alltagstauglichen Tipps. Deswegen nochmal den Hinweis auf unser Gesund- und Glücklich-Thema. Ja, Gesundheit ist ganz eng damit verbunden, glücklich zu sein. Das heißt auch, ein Bewusstsein zu haben, dieses Bewusstsein für das Thema Vorsorge, für das Thema
Man kann mit der Natur, dem Körper ganz groß Unterstützung liefern, denn das ist ja unser Hauptthema auf dem Kongress. Ja, dass wir wirklich durch modern, eigentlich ist es ja keine moderne Medizin, sondern es ist eine vergessene Medizin, die durch sie in den Vordergrund rückt. Und vielen herzlichen Dank für die tollen Tipps, auch für, natürlich für die wunderbaren Rabattangebote für die Zuschauer. Und ich kann nur sagen, dort unten finden Sie nochmal auch nachher die Verbindung zu Dr. Schmiedel. Und ganz, ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Wissen und Ihnen natürlich ganz viel Gesundheit und viel Glück. Sehr gut, sehr gut. Alles Gute Ihnen auch, besonders eine gute Nährstoffversorgung.